Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Link's Awakening hier in der Teufelsvilla im dritten Dungeon. Wir sind schon ziemlich gut vorangekommen. Auch auf der Hauptkarte hier. Aber ich wollte eigentlich diese Karte zeigen. Wir sind schon ziemlich weit vorangekommen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Ach, jetzt fällt sie plötzlich auf. Ihr seid echt so nervig. Wow. Nicht gut. Na, trifft die noch? Jo. Portet sich die so einfach weg. Na, wo portest du dich jetzt denn? So, Leben für ein Leben. Und jetzt brauchen wir aber dringend ein paar Herzen. Ich bin jetzt mit Absicht nicht nach oben lang gegangen, weil ist da. Nein, definitiv nein. Erstmal auf die Suche mit ein paar Herzen, bevor wir hier uns irgendwen an den Hals werfen. Oder in den Hals. Die sahen ziemlich hungrig aus. Irgendwas? Nee. Ach, ich würde töten für dieses Herz. Ah, Gott sei Dank. Wir gewonnen, so zerronnen. Ha. Ich will ja nichts sagen, ne, aber... Dieser Fall ist schon sehr auffällig. Ach ja, wir haben hier die Macht. Ah, ein Herz. Ah, noch ein Herz. So, aber abgesehen davon bringt uns der Raum noch nicht viel. Nicht viel. Bleib weg von mir. Das zählt auch für dich. Bleib weg. Bleibst du weg. Pfui. Aus. Explodier in deiner Ecke alleine. Ich sagte aus. Das zählt für dich genauso wie für deine Brüder. Aus. Sauerei. Wow. Das sagt er, das hast getroffen. So, was gibt es hier? Der Kompass. Der gibt uns jetzt ein akustisches Signal. Ich glaube vorher, in den vorherigen Zeldas, also jetzt nicht. Ach, wir müssen schon wieder gegen die kämpfen. Bleibst du weg. Geh weg. Aus. Pfui. Lass es. Explodier doch alleine. So. Next one. Ah. Gehst du weg. Aus. Pfui. Schäm dich. In die Ecke mit dir. Geh doch. Und nun zu dir. So. Meine Güte, da wird dann ja der Arm lahm. Ja, da oben ist die Truhe. Okay. Ich vergesse immer, dass Link nur wirklich da vor ihn trifft, wo er hinschlägt. Weil diese Animation, finde ich, sieht immer so ein bisschen aus, als würde er noch den Flecken über sich treffen, weil die tut er nicht treffen. Ah, Bob hat von mir gerufen. Gudi. Na toll, mit drei Bomben kommen wir natürlich herzlich weit. Ich glaube, die brauchen ein paar mehr. Ja, ouch. Herz auf. Benimm dich. Ist hier auch was? Ne, sieht aber irgendwie da noch aus. Ach, nicht ihr schon wieder. Was für eine Kettenreaktion. Ach, was?
Leck mich an der Buschen. Hier noch irgendwas drin? Fände ich famos. Und ab. Damit haben wir wenigstens wieder 10 Bomben. So. Ich wollte gerade sagen, hier war noch eine Truhe. Mit 50 Rubinen. Der Bogen kommt in greifbare Nähe. Ich weiß, wir können den Bogen auch klauen, aber ich möchte bitte auf der legalen Seite bleiben und mir den ganz legal kaufen. Das ist auch ziemlich gemein. Man muss halt echt ein bisschen aufpassen. Man sieht hier oben diese, diese Risse in der Wand. Hier sieht man die allerdings nicht. Wir hätten hier einen Riss rein, also hier eine Bombe legen können und wären da durchgekommen. Das sieht man aber nur von hier. Von hier haben wir das nicht gesehen. Und für mehr ist der Raum auch gar nicht. Beziehungsweise der Weg hier. Ach, die schon wieder. So, ich hoffe, wir haben jetzt genug Bomben für die hier. Einfach. Na komm. Ich finde, am besten kann man das immer machen, wenn man die so von der Seite hat. Meine Fee! Meine Fee! Da biegt die Sau einfach ab. So, ne, nehme ich nicht. Hallo? Hallo? Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Was macht der da? Natürlich, komm. Kaum gehe ich weg. Ist doch nicht. Ist doch jetzt echt nicht wahr. Die Sau verarscht uns. Na, Strich und Faden. So, geht doch. Junge, wenn du weiter so beschissen gehst, geh mir langsam die Bomben aus. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Hallo? Das ist jetzt unsere letzte Bombe. Lasse dir schmecken. Meine Güte. Also manchmal. So, und wir haben schon das Item. Wir haben jetzt ein paar neue Pegasus-Stiefel. Damit kannst du nun rennen, wenn du den Knopf gedrückt hältst. Und damit können wir auch, wenn wir das Schwert gleichzeitig ausgedrückt haben, können wir so einen coolen Spurt legen und diese Felsen wegmachen. Und wir haben ein Götterahorn. Ich glaube, für Dungeons ist das eigentlich ziemlich cool, sowas zu haben. Ach, die schon wieder. Kann ich nicht einfach umlaufen? Oh, keine gute Idee. So, komm her. Nein, aus. Pfui. Geh weg. So, nächster. So. Und zu guter Letzt. Der letzte. Puh! Knapper hätte es nicht sein dürfen. Gut, wir haben keine Bomben mehr. Klasse. Ich bin ganz umsonst hierher gekommen. Und wieder dürfen wir gegen die kämpfen. Ich tue nichts lieber, als die ganze Zeit einen Knopf zu drücken. So, ich glaube, hier in den
Trugen waren noch, welche drin. So. Hier vorne waren doch, glaube ich, auch noch welche, ne? Ach ja, man muss sie ja besiegen. Wenn diese Flieger-Items respawnen, dann... Wow. Ausch. Naja, hat uns nicht mal Schaden gemacht. Ja, hier. Erstmal machen wir den. Wow, 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 wow. So war das aber nicht geplant. Wir müssen uns echt mal das Swampen-Update holen. Dass wir dann bei Gelegenheit wieder ein paar mehr Mobs mitnehmen können. So, auf ein neues. Wann man es kann. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ich wollte sagen, hier ist auch noch einer von denen. So, jetzt aber. Da. Auf euch zwei Pappnasen fall ich nicht normal rein. Du hast mich überrascht. So, hier war das, glaube ich. Perfekt. Keine Reaktion, ne? Nicht ganz. Wow, wow. Schlüssel. Was mache ich denn? Ich wollte das haben. Oh, eine Fee, die kommt wie gerufen. Gut, gut, gut. Ach, ihr schon wieder. Ach. Schön, dass wir den Raum jetzt auch das letzte Mal sehen. Den kann ich nämlich nicht mehr sehen. Voll die Bob-Oms hier. Das war sehr knapp. So, da kommen wir jetzt auch endlich rüber. Hey. Wieso ist mir das nicht eher aufgefallen? Tada! Wuhu, auch kein Problem mehr. Und da haben wir auch schon den großen Schlüssel. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch das Versteck vom Boss finden. Ach, ich bin ja auch doof. Hi. Wie viele Schlüssel haben wir? 3. Reicht das schon? Ich glaube, uns fehlt, glaube ich, noch einer. 1, 2, 3. Jo, uns fehlt noch einer. Im Raum unter uns. Ah, hier sind wir wieder. Au. Kackfledermaus. Ah ja, genau, hier war ja noch was. Das geht mir auf die Nerven, ihr kleinen Schleimchen. Das nächste Mal, wenn ich euch sehe, gibt's Zaue. Ist doch richtig. Was drücke ich denn hier? Ah, genau, hier sind wir. So, hier haben wir schon mal den Schnabel. Hier gab es noch den Schlüssel, wo wir nicht reingekommen sind, weil wir den Kleinen nicht besiegen konnten. So, aber hier kommen wir jetzt ja auch durch. Tata.
können wir wieder zurücksprinten. Natürlich. So, dann haben wir hier nochmal 200 Rubine. Wahnsinn, im wahrsten Sinne. Falscher Knopf. So, da ganz am Anfang fehlt uns jetzt noch der Schlüssel. Dann sind wir soweit auch schon durch. Was mache ich denn? Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ich wollte laufen. So. Gut, dann haben wir den letzten Schlüssel auch. Dann können wir jetzt Richtung Boss marschieren. Schauen wir mal kurz, ob ich hier vielleicht ganz zufällig, wenn das Schicksal es so möchte, noch ein Herz oder so finde. Nope, das Schicksal sagt. Naja, ihr wisst schon, was es sagt. Ihr wisst es doch genau. Wie ich immer so schön sage, leckt mich an der Puschen. So, dann kommen wir da auch durch. Hallo, bist du böse? Ich glaube, jetzt hat er sich erschrocken. Okay. Aua. Autsch. Das hat ja hervorragend funktioniert. Nämlich gar nicht. Ah, ein Herz. Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Ist natürlich auch meine Idee, wenn ich einen Stein sehe. Ich denke mir erstmal so, den kann ich bestimmt umrennen. So, und hier gibt es auch den letzten Schlüssel, der dann übrig bleibt. Natürlich. Und damit haben wir einen Schlüssel übrig. Kommst du her? Ich glaube, der Boss, der war gar nicht so schwer. Ich bin da, weil du kannst mich nicht sehen. Hallo? Schleim. Noch mehr Schleim. War das so? Ah, wenn wir... Ach nee, das war, Entschuldigung. Es ist Globchi. Nimm dies. Und dies. Und dies. Und dies. Aua. Nicht da reinrennen. Nicht da reinrennen. Da reinrennen ist böse. Nicht. Ach, Link. Tja, herzlichen Glückwunsch. Es sind Zwillinge. Und was für welche? Das war der eine. Und das war der zweite. Weil die waren ja gar nicht so schwer. Sehr schön. Und damit haben wir das nächste Glöckchen erhalten. Ja, wie süß. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Das ist eine sehr genaue Angabe. Nee? Uhu, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolent wieder verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste. Diese schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, uhu. Dann sag du mal uhu. Ja, hier war, glaube ich, noch übrig, ne? Ja. Ich will eben zurück nach...
Moment, hier war noch was. Hier war noch was. Da war es doch. Sehr schön. Damit haben wir schon 12. Oh, so viel fehlen noch nicht mehr. Natürlich braucht man das Kraftarmband. Ach ja. Möwendorf. Hier wollte ich gar nicht lang. Wo gehe ich denn hin? Hier wollte ich hin. So, jetzt komme ich hier nämlich auch endlich durch. Gute Nacht. So, bei diesen Gestalten kommen wir jetzt nämlich auch endlich vorbei. Au. So. Herz. Na, kein Herz. Buja. Naja, das hätten wir jetzt nicht so dringend gebraucht, aber nein. So, was ist hier? Eine Truhe. 500 Rubin. Super, ja, super, es ist wirklich. So, aber eigentlich bin ich deswegen hier gekommen. Du besitzt jetzt die Flöte. Musik ist Trumpf. Es ist eine Ocarina und keine Flöte. Naja, genau genommen ist eine Ocarina eine Flöte, aber egal. Ich wünschte nur, sie wäre blau. Blau wäre viel cooler. Wobei, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns kurz noch eine andere Muschel holen. Auf zum Strand! Ah, zum Strand geht's nach unten. Autsch. So, da können wir kurz rüberspringen, dann sparen wir uns das. Autsch. Ich hätte vielleicht das Schwert ausgerüstet lassen sollen. Whoops. Den Baum meinte ich. Hallo? Geht doch. Und damit haben wir noch eine Zaubermuschel gefunden. Sehr schön. Wie viel sind wir jetzt? Bei 13. Das heißt, eine können wir noch, hatten wir gar nicht. Zwei brauchen wir noch. Dann können wir wieder zum Muschelbasar zurück. Dann können wir da noch einen. Dann sind wir schon bei 16. Und dann fehlen nur noch 4. Läuft. Und ich habe bestimmt auch noch welche unterwegs. Und dann so, gut. Das hätten wir. Lass mich durch, Omi. War das hier? Hallo? Hallo, ich bin der Fotograf. Willst du, dass ich etwas über Urira wissen? Über Urira wissen? Ja, ich nenne es Lyran enthält Uriras Geheimnis. Da haben wir ein weiteres Foto, auch gut. So, die Pfeile können wir uns dann auch bald leisten. Man findet ja genug. Vor allen Dingen, ich wüsste gar nicht, wofür wir die Rubine sonst ausgeben wollen. Gut, Kraft dann mal raus. Butzer. Den haben wir schon aktiviert. Da sind wir durch mit. Na, Gott sei Dank. Gehen wir einfach mal hier lang und dann ging es hier nicht gleich noch nach Süden? Ich meine ja. Also nicht hier, sondern gleich. Also, nee. Katschaklopf. Ja, gleich da weiter nach Süden, wo wir noch nichts haben. Ich weiß, das ist eine sehr genaue Angabe. Oh Gott, hier muss ich erstmal diesen riesen Umweg laufen. Autsch. Ging es hier nicht? Ah ne, hier war ja das gleich die Sackgasse. Da ging es ja nicht weiter.
Kommt man hier irgendwie drumherum? Also hier geht's ja auch nicht weiter. Gott, nirgendwo geht's hier weiter. Schlimm ist das hier. Hier geht's echt nirgendwo weiter. Da nimmt nichts. Ich dachte, ich könnte so cool umrennen, aber nö. So ungefähr. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da geht's ja quasi nur einmal ums Schloss herum. Hier, uns fehlt nämlich noch dieses Elber dabei bei Richard. Gucken, ich jetzt mal hier geradeaus weiter. Also wieder zurück quasi. Tja. Sofern es dann geradeaus weitergeht. Da, ah! Kackras. Es lässt mich nicht durch. Genau, ich gehe jetzt einfach mal geradeaus weiter. Autsch. Ich habe auch Gefühle, Herr Bomber. Ach ja. Blieb zwar nicht danach aus. Ist aber möglich. Hi, Lyran. Ein schöner Stock, den du hast. Leihst du ihn mir mal kurz? Okay. Was hast du damit vor, alter Mann? Das ist keine gute Idee. Das wissen wir beide, ne? Ich nehme die dann mal. Plötzlich hast du statt eines Stockes eine Honigwabe. Top. War ich nicht. Ach, die kannst du euch mal heilen, wenn wir schon mal hier sind. Vor allem irgendwie das Gelb von diesen Statuen ist irgendwie voll komisch. Oder dieses Grün oder was auch immer es darstellen soll. Waren wir hier schon? Ah ja, hier kommen wir jetzt ja endlich durch. Das war knapp. Na, lassen wir dir mal den Vortritt. Butzer. Und 50 Rubine. Sehr schön. Hallo, geht's hier nicht lang? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Naja, ich weiß, dass es ein seltsamer Schein ist, dass man den vielleicht umrennen kann. Alter, das hatte ich doch gerade vor. So. Ein paar weiter. Hier geht's noch runter. Waren wir hier schon? Eigentlich waren wir hier noch runter. Na, da kommen wir jetzt auch rüber. Was mache ich denn? Natürlich, da kommen wir sehr gut rüber. Man sieht es schon. Ja, so wird das vor allen Dingen was. Fall ins Loch rein! Auch ernsthaft. Ich nehme jetzt den hier. Alter, ich komme da nicht rüber. Bin ich jetzt völlig bescheuert geworden? Geht doch. Meine Güte, war das jetzt so schwer. Ich sollte mir vielleicht ein Schwert ausrüsten. Der sieht mir aber sehr verdächtig aus. Ah, ich hätte gedacht, hier ist was hinter. Vor allen Dingen ist hier nicht mal das, was ich wollte, was es ist. Naja, aber immerhin haben wir das Fleckchen hier ausgefüllt. Falscher Weg, zurück zum Start. Falscher Weg, zurück zum Start. Hier entlang. Okay, dann gehe ich mal hier entlang. Zu diesem Schild hier. Hier entlang.
Okay, das heißt, wir müssen dann zu dem Schild hier, weil das genau... Dann müssen wir jetzt genau auf der Höhe. Hi. Können wir fliegen? Ich glaube nicht, dass wir so weit springen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht so weit springen können. Au! Merke, laufe nicht ohne... Wow! Es tun sich Abgründe auf. Naja, hier geht's eh nicht weiter. Ich verplemper nur wertvolle Zeit. Hier entlang. Nein. Ah! Ah, ich hab's fast geschafft! So. Erstmal schwer reingelaufen, kann ich nichts für. Ah, ein Herz. So, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Wir sind nämlich schon über 30 Minuten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dann sage ich wie immer, ciao.